Im Moment sind ja die Top 5 42A-konformen Messervideos auf YouTube gehäuft vorhanden. Und Stefan123321 hat da so eine schöne Playlist, wo die alle drin vorkommen. Und er hat mich aufgefordert, dass er auch mal einen Senf dazugeben. Und ja, ich bin kein Sammler, ich bin kein Messerfachmann oder was weiß ich. Ich bin einfach nur ein User und aus meiner Sicht sind eben die normalen, tragbaren, legalen Taschenmesser sowieso das, was ich immer dabei habe. Aber ich habe recht wenige Messer, die nicht 42A-konform sind. Und bei mir geht es bei Messern halt hauptsächlich darum, wie ich die einsetzen kann. Also um Funktionalität, Brauchbarkeit, dass sie praktisch sind, dass sie haltbar sind, dass sie preiswert sind. Und ich habe jetzt einfach mal 5 Top-Messer aus meiner Sicht, also die für meine Zwecke und meine Ideen von Messer wirklich top sind. Sind jetzt nicht direkt die Messer, die ich momentan am häufigsten trage oder so, sondern das ändert sich eben, wie gesagt, nach dem Bedarf bei mir, nach der aktuellen Funktion, die ich vom Messer erwarte. Deswegen sind die, die hier jetzt gezeigt werden, eher so exemplarisch zu denen. Ja, fangen wir an. Das Opinel, klar. Für mich ist Opinel eigentlich das Messer, das man als Minimalmesser haben kann oder haben könnte, sich als erstes vielleicht anschafft, wenn man noch nichts mit Messern am Hut hat. Die Dinger kosten wenig, die Dinger schneiden wie Teufel, wiegen wenig, sind stabil, sind fixierbar hier, das heißt die Klinge kann nicht mehr einklappen. Ja, also meine Nummer 1, damit fängt bei mir eigentlich 42A legales Taschenmesser an, ist ein Opinel. Französische Marke, braucht man eigentlich nicht viel dazu sagen. Kennt jeder eigentlich, der mit Messern zu tun hat. Die gibt es in ganz klein, die gibt es in größer, hier das 12er. Unter Opinel verstehe ich jetzt auch nicht nur Opinel, sondern es können auch sowas sein hier, die Extremene oder sowas. Sind halt alles ganz einfache Messer mit, dadurch charakterisiert für mich, dass sie eben einen einfachen Holzgriff haben und eine Klinge und hier noch ein Metallverstärkung und die Achse, die die Klinge festhält und mit dem Griff verbindet und das ist Messer genug eigentlich für die meisten Alltagssachen. Völlig egal, ob man sich ein Düppelchen macht, ob man eine Schnur durchtrennen muss oder was auch immer. Ein Opinel schafft es auf jeden Fall. Nächste Ding wäre für mich ein klassisches Arbeitsmesser. Einfach nur ein stinknormales Taschenmesser. In diesem Fall eines von Robert Glass. Ganz simple Klinge, rostfrei in dem Fall und die Messer, das ist leicht verrostet, wie man ihn sieht. Der Unterschied zum Opinel ist für mich dadurch gegeben, dass die eben innen noch Liner haben, verstärkt sind, vielleicht irgendwelche Metallbacken. Das sind Messer, die vielleicht ein bisschen stabiler sind und durch die Klingenform hier natürlich vielleicht ein bisschen vielseitiger als ein unbehandeltes Opinel, möchte ich mal sagen. Weil man kann natürlich am Opinel, das ist das Schöne an den Opinels, die kann man auch toll selber modifizieren, kann sich die Klingenform da ändern. Habe ich hier eins zum Beispiel, da habe ich die Klinge hier ein bisschen mehr in Richtung Mitte gebracht, nicht so stark wie hier, aber geht auch ein bisschen weiter runter. Das ist eben das Schöne im Opinel, die kann man mit ein bisschen Schmirgelpapier kann man den Griff verändern, mit ein bisschen Schmirgelpapier kann man die Klinge verändern. Kann sich's anpassen, ist auch ein schönes Messer für Bastler. Ja, und eben
die hier, das ist die nächste Stärke für mich. Da kann man, wenn man selber was am Messer machen möchte, kann man natürlich die Klinge vielleicht noch ein bisschen ändern, aber ansonsten ist es mehr oder weniger gegeben. Und diese Arbeitsmesser hier, Robert Glas, die gibt es von den ganzen deutschen Firmen, die gibt es von italienischen Firmen hier, die gibt es auch in allen Größen. Hier, das ist von Fox. Von Fox 1 mit einer, wird von denen als Jagdmesser da bezeichnet, aber für mich sind das halt normale Arbeitsmesser. Und die gibt es auch mit, hier mit zwei Backen, hier habe ich eins. Und also vorne und hinten. Da ist noch nicht mal ein Hersteller drauf, aber dürfte auch aus Solingen sein. Solinger Messer, Solinger Taschenmesser, ganz einfaches Messer, ist da die eigentliche Geschichte. Und ich denke, so ein Messer, das hält alles durch. Ich habe mit diesem Messer hier habe ich eine dreimonatige Rucksacktour durch Indien gemacht. Da war das mein einziges Messer, das ich dabei hatte. Das andere, das ich gerade gezeigt habe, das mit den zwei Backen vorne hinten, war das von meiner Frau. Wir haben kein Schweizer Messer, kein Leatherman, kein nix dabei gehabt, nur ein Messer jeder mit einer Klinge, und da haben wir dann unser Essen zubereitet und was halt sonst noch ein bisschen rumgeschnitzt, Feuerholz, das Lagerfeuer, das wir mal an der Beach gemacht haben, ein bisschen zerkleinert und solche Geschichten. Mehr braucht man eigentlich nicht, jedenfalls auf so einem Trip. Wenn wir beim Trip sind, gleich eine andere Sache, was ich top finde, das sind Messer, die ich eben vor Ort kaufe. Es gibt ja die Situation, dass man nur mit Handgepäck unterwegs ist und dann kein Messer mitnehmen kann oder darf. Oder dass man eben natürlich ein Taschenmesser dabei hat, aber man findet dann auf dem Markt eins, das einem gefällt und das man halt so als Reiseandenken oder wie auch immer mitnehmen möchte. Das hier ist jetzt so ein Beispiel. Hier, das ist mein persönliches Lieblings unterwegs gekauft Messer. Das ist bei mir täglich mehrfach im Einsatz in der Mango-Season, weil das jetzt mein bevorzugtes Mango-Messer ist. So sieht es auch aus, wie man sieht. Ich halte es dann beim Schneiden immer so und dann hat man hier vorne von Mangosaft den Angriff und hinten, wo ich's halt mit dem Daumen festhalte, ist es noch ein bisschen besser. Das Messer hat, glaube ich, 50, 60 Cent gekostet. Ist ein Spitzenteil. Könnte man auch für was anderes als Mangoschneiden einsetzen, natürlich. Ich habe es auch manchmal so in der Hosentasche, aber meistens ist es inzwischen mein Fruchtmesser geworden, liegt meistens in der Küche rum. Ja, Nummer 4 von den Top 5 erlaubten Messern sind für mich Messer aus meiner Familie. Ich denke auch gerade, wenn einer noch kein Messer hat und sich überlegt, wie komme ich jetzt an ein Messer ran. Erste Sache, die ich machen würde als junger Messerfreund, wäre natürlich Opa, Oma fragen, Eltern fragen, Onkel, Tante fragen. Wenn man Glück hat, haben sie vielleicht eins, oder wenn sie nicht mehr leben, ist noch eins von ihnen übrig. Das hier ist das Messerchen von meiner Oma oder eines ihrer Messerchen. Das ist ein Fruchtmesser, würde man heute sagen. Ganz normales kleines Ding und schneidet wie Teufel. Und ich habe das wirklich immer dabei, weil das ist in meiner Kameratasche. Und das ist sozusagen mein Backup-Messer, wenn die anderen gerade benutzt sind oder ich habe sie vergessen oder was auch immer. Das Ding ist immer in der Kameratasche vorne drin, im Speicherkartenfächlein, da passt es gut rein. Das ist ganz schmal. Und es hat eine saudünne Klinge, aber die ist stabil, ist nicht rostfrei, man sieht, die ist leicht angegammelt inzwischen. Und ich kann es nicht jeden Tag putzen, da bei dem Wetter ist, wir haben gerade Monsun, fangen halt solche Metalle verschärft an zu rosten. Das sind so Messer von der Großeltern, mit denen man viel anfangen kann. Muss auch nicht so ein winziges sein. Von meinem Uropa, das habe ich ja schon gezeigt. Weil dieses Gartenmesser, das benutze ich wirklich sehr oft, heute noch im Garten, das ist ein ganz normales Arbeitsmesser. Auch wieder Thema Arbeitsmesser hier. Da muss ich sagen, also wozu sollte ich mir das in neu kaufen, wenn es vom Opa noch da ist? Bricht der Schwabe in mir durch. Und klar, wenn man kein Geld hat oder
keins ausgeben will, sein Budget für was anderes haben will, fragt man einfach die Großeltern oder wen auch immer in der Verwandtschaft, den man da als Ansprechpartner für Geschenke hat, ob noch ein Messer da ist oder bestenfalls kriegt man vielleicht eins geschenkt zu irgendeinem Geburtstag oder Feiertag oder vielleicht braucht man es ja die Schule, keine Ahnung. Felix Immler, Werken mit dem Taschenbuch. Vielleicht kriegt man auch das Buch gleich noch geschenkt. Sagt man, ich möchte ein paar Projekte in der Wildnis machen oder so. Und da sind wir dann auch beim letzten meiner Top 5 Reihe hier. Last but not least, Victorinox, ganz klar. Also ich denke mal so Alpha und Omega, Anfang und Ende, Opinel und Victorinox, das sind die beiden Superbringer eigentlich. Wenn man nur eine Klinge braucht, nimmt man eine Opinel. Wenn man mehr braucht als eine Klinge, greift man halt logischerweise, also für mich völlig logisch, da gibt es gar keine Alternative zum Schweizer Taschenmesser. Muss jetzt nicht Victorinox sein, ich bin Victorinox-Fan, ich habe mit denen super Erfahrungen gemacht, aber die gibt es natürlich auch von anderen Firmen. Gibt so Offiziersmesser aus Solingen, habe ich mal eins gekriegt, habe ich nicht hier. Es gab früher die Wenger, gehören natürlich, wie jeder weiß, heute auch zu Victorinox. Die gibt es in allen nur denkbaren Varianten, würde ich mal sagen. Also hier so ein Mini-Jam, das ist eins, von denen ich wirklich auch täglich dabei habe. Das ist mein Standard-Ding, das ist immer dabei, ist das Modifizierte mit dem Feuerstahl drin und allen möglichen sonstigen Fetzen, die ich damit veranstaltet habe. Und wenn ihr euch wundert, was da so komisch glänzt, damit die Schalen nicht so arg verkratzen, tue ich da einfach immer einen Tesafilm drüber. Und der stört so in der normalen Handhabung nicht, hält ein paar Wochen. Wenn man nicht allzu sehr strapaziert und bei Bedarf hat man dann auch ein Stückchen Tesafilm griffbereit, falls man mal irgendwo auf dem Amt oder wo ein was festkleben muss, hat man gleich ein Stückchen Tesafilm. Kennt jeder hier Huntsman oder die Größe hier, die, weiß gar nicht, ist das Herkules oder was. Klar, wieder diese Arbeitsmesser. Klingenform ist für mich, ich sage immer Arbeitsmesser, universal einsetzbar. Das hat jetzt ungefähr die Größe an der Klinge her von meinem Indienmesser hier. Die hier sind ein bisschen sehr klein, aber reichen eigentlich fürs meiste aus. Und klar, die kleinen Klingen, Hakenklingen, weiß der Kuckuck, was alles so an so einem Messer dran ist, kann man sich frei zusammenstellen. Bei mir ist eben immer, ich überlege morgens, was brauche ich, oder wenn ich rausgehe, überlege ich, was brauche ich, was nehme ich mit. Das hier ist eigentlich immer dabei. Das hier ist in, würde ich mal sagen, 90% der Fälle oder noch mehr dabei. Und entweder ersetze ich es eben durch so eins wie das Pioneer hier, oder ich nehme es trotzdem mit und nehme das andere Messer mit der Hakenklinge oder was da dran ist, nehme ich dann halt zusätzlich mit. Aber das hier ist wohl eins von meinen Ältesten auch. Da habe ich auch schon die Griffschalen ausgetauscht. Für mich Victorinox und Opinel und dann eben diese, eigentlich so diese ganz gewöhnlichen Arbeitsmesser, die man für alles einsetzen kann und die auch ein kleines bisschen robuster sind. Hier, das ist ein Neuner. Man sieht erstens natürlich rostfrei und leicht patiniert. Die Klinge vom Opinel jetzt bei der Länge ist dünner als die von so einem Arbeitsmesser und ja, die Stabilität, der Griff ist dicker, das Ding trägt viel mehr auf in der Tasche. Ist Geschmackssache und Gewohnheit, welches man eher mitnimmt, auch situationsabhängig, wenn man das in der Kleidung tragen will, soll nicht arg auftragen. Ist so ein schmaleres Messer natürlich angenehmer als so ein dicker, bolleriger Opinel. Oder man nimmt natürlich ein etwas kleineres Modell. Ist auch möglich. Ja. So, das waren meine Top 5. Ich hoffe, dass die Tonqualität hier irgendwo halbwegs rankommt, weil hier ist Verkehr und
Wind und was weiß ich was alles. Ich habe versucht, mein Bestes zu geben, habe jetzt schon Tage, wenn nicht Wochen gewartet, bis irgendwann mal ein halbwegs vernünftiges Wetter und Licht herrscht, damit ich da irgendwelche Antworten geben kann. Aber wir haben hier gerade Monsun und da ist das Wetter unbeständig oder ist bewölkt oder ja, ist zu viel los. Und deswegen hat sich das auch leicht verzögert. So, das war es jetzt von hier. Mach vielleicht noch mal kurz eine Aufnahme, wie es hier so aussieht. Ja, bei mir auf dem Dach. Und ja, Sonne ist schon am Untergehen. Hier noch ein paar Blümchen. Das heißt eigentlich Baum. Baum, 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 Baum. Und ja, da hinten geht die Sonne unter. Noch ein Abschiedsblick in den Garten. Ja, und das war's dann zu den Top 5 42A konformen Messern aus meiner Sicht. Alles klar, bis dann. Tschüss.